Deutschland hat ein Problem. Über 1,7 Millionen Jobs sind vakant und sie zu füllen fällt trotz 2,5 Millionen Arbeitsloser schwer. Denn die Jobs setzen Kenntnisse und Erfahrung voraus. Am meisten werden neue Kräfte in den Bereichen ziviler Luftfahrt, Catering und im Gesundheitswesen gebraucht. Seit einiger Zeit sind die Bedingungen für eine Arbeitsmigration aus dem Nicht-EU-Balkan vereinfacht worden und nicht zuletzt Serbinnen und Serben machen davon zunehmend Gebrauch. Ich arbeite in einer sehr guten und sehr gut ausgestatteten Klinik, die ein Problem damit hat, geeignetes Personal zu finden. Es ist das größte Problem hier in Deutschland, berichtet die Krankenschwester Katharina Teschitz, die vor 3 Jahren aus Serbien nach Deutschland kam. Laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, leben derzeit über 1/4 Million serbische Staatsbürgerinnen und Bürger in Deutschland. Der Wendepunkt war das Jahr 2013, als die deutsche Immigrationspolitik erstmals die Einwanderung von qualifizierten Personen gestattete, die nicht ausschließlich eine universitäre Ausbildung vorweisen können, sondern auch von solchen mit Erfahrung und Ausbildung in den defizitären Berufsbildern. Erfolgreiche Kandidatinnen müssen mindestens 3 von 4 Kriterien erfüllen. Ein Diplom oder ein Ausbildungsnachweis, die in Deutschland anerkannt werden, 3 Jahre Berufserfahrung, Sprachkenntnisse oder ein vorangegangener Aufenthalt in Deutschland und sie dürfen nicht älter als 35 Jahre alt sein.